herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und der Spielvereinigung Greuther Fürth mit beiden Cheftrainern. Das Wort geht zunächst unseren Gast, Stefan Rutenbeck, bitte. Erstmal einen schönen guten Abend. Ja, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen haben. Zwei Mannschaften, die beide versucht haben, ein gutes Pressing durchzuziehen. So richtig klare Möglichkeiten gab es da nicht, aber doch gab es ein paar. Ich glaube, 2 bis 3 für Düsseldorf, 2 bis 3 für uns. Vielleicht von der Qualität die beste Möglichkeit war dann die Chance von Sebastian Freis, der dann an die Latte ging. Aber da hatte ich so das Gefühl gehabt, dass wir insgesamt in der ersten Halbzeit gut im Spiel sind, dass wir viele lange Ballbesitzphasen gehabt haben und auch die eine oder andere Aktion auch gut herausgespielt haben. In der letzten Konsequenz hat der Gegner dann sehr, sehr gut verteidigt, gutes Viererkettenverhalten gezeigt und da war es halt nicht so einfach, da auch mal durchzukommen und auch Lücken zu finden. Und nichtsdestotrotz haben unsere Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, mit 0-0 konnte man da auch zufrieden sein. Wir gehen dann in die Halbzeit, zweite Halbzeit. Ich glaube, ich habe irgendwann mal in der 65. mal notiert einen Distanzschuss von uns und auch bei Düsseldorf mal so ein geblockter Ball. Aber ansonsten war das zwar ein offenes Spiel, aber es gab halt wenig Strafraumszenen. Und dann, glaube ich, ist das Spiel dann komplett gedreht, dann auch mit dem 1-0 nach dem Eckball. Und ich glaube, danach verdient sich Düsseldorf auch den Dreier. Dann, danach gibt es viele gute Kontermöglichkeiten für Düsseldorf. Und so ist es oft in so einem Spiel, wo es sehr, sehr eng ist und wenn man dann einen Standard nicht gut verteidigt, wobei Jakunan, glaube ich, sehr, sehr hoch war, also hoch in der Luft gewesen ist, gute Sprungkraft da bewiesen hat, war das auch schwer zu verteidigen, aber wenn man trotzdem so viele Ecken dann auch gegen sich bekommt und das sind wir einfach bis dato in dieser Saison, wie kriegen wir einfach zu viele Standard gegen uns, da sind wir nicht gut, da verteidigen wir nicht gut und das müssen wir besser hinkriegen. Und da sind viele einfache Fouls mit dabei oder da, wo wir dann halt den Ball besser klären müssen, wollen wir dann immer nochmal spielerisch lösen und dadurch gibt es dann nochmal Probleme und dann Eckball, Einwurf und dann doch ein Foul und ja, das ist dann in der letzten Konsequenz dann ein Tick zu wenig, um auch hier dann zu bestehen. Ja, ich habe gewarnt vor diesem Spiel. Man hat 8 Spieler ausgetauscht vom Pokalspiel. Das zeigt auch nochmal die Leistungsdichte des Kaders von Fortuna Düsseldorf. Und ich denke mal, dass der Gegner auf jeden Fall unten rauskommen wird. Für uns bedeutet das, wir müssen aufpassen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir keineswegs stabil sind und kommen jetzt auf Bielefeld, das wird auch wieder schwierig und ein bisschen aufpassen, weil wenn du dann, ich sehe hier gerade 58% der Zweikämpfe gewinnst, 55% Ballbesitz hast und dann mit gar nichts nach Hause fährst, da betreibt man zwar viel Aufwand, aber im Endeffekt vieles dann auch umsonst und da müssen wir aufpassen. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Stefan Rutenbeck? Dann hat unser Trainer das Wort. Frank Kramer, bitte. Ja, guten Abend. Wir sind natürlich sehr happy, dass wir den Dreier einfahren konnten. Ich finde, dass die Mannschaft eine sehr gute Reaktion auf das Dienstagsspiel gezeigt hat, sehr leidenschaftlich zu Werke gegangen ist, sehr intensiv die Zweikämpfe auch gesucht hat, dass da nach vorne dann nicht immer die allerletzte Klarheit und Präzision da war. Das muss man ihr nachsehen, aber sie hat sehr kompakt gearbeitet, hat unheimlich aufwendig und intensiv gearbeitet und trotzdem immer an sich geglaubt. Und ich glaube, dass das in dieser Situation sehr, sehr wichtig ist, ja, dass man da seinen Weg weitergeht. Und das hat sie wirklich super gemacht. Sie hat die Situation echt hervorragend angenommen und heute das richtige Gesicht gezeigt und die richtige Antwort gegeben. Wir sind natürlich sehr froh auch darüber, dass wir zu Null gespielt haben, dass wir da sehr gut verteidigt haben, haben wirklich wenig zugelassen. Wenn ich das mir anschaue mit 6 Torschüssen, die wir zugelassen haben und selber 18 gehabt, dann ist es das, was heute gefordert war. Und das haben wir gut umgesetzt. Das freut mich für die Truppe unheimlich. Ja, und auf diesem Wege müssen wir weitergehen, weil er wird weiterhin holprig und steinig sein.
aber mit der Einstellung, mit der Leidenschaft, ja, da können wir auch beim nächsten Auswärtsspiel in St. Pauli was holen. Und darauf gilt unsere ganze Konzentration. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Frank Kramer? Gut, dann bedanke ich mich fürs Kommen, wünsche allen eine gute Heimfahrt, besonders unseren Gästen, und ein schönes Wochenende. Tschüss.